Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video soll es um einige Grundlagen des Internet gehen. Eine Voraussetzung dafür, dass wir das Internet verwenden können, ist zunächst einmal, dass alle unsere Daten in digitaler Form vorliegen. In den Videos über Codierung haben wir bereits gesehen oder zumindest angesprochen, dass wir sehr viele Dinge, Texte, Bilder, Musik, Videos etc. in digitaler Form, letztlich also in Form von Zahlen darstellen und so in Computern verarbeiten können. Natürlich interessieren uns in der Regel nicht die einzelnen Zahlen, sondern immer irgendwie zusammengefasste Zahlen. Bei Texten hatten wir gesehen, wie diese als Zahlenfolge abgespeichert werden können. Aber ebenso sieht das bei allen anderen Datenformaten aus. Im Grunde haben wir es immer mit langen Bitfolgen zu tun, die wir in Computern speichern, auf Festplatten ablegen oder auch per E-Mail versenden können. Im letzten Video hatte ich dann erzählt, dass dieser Versand per Paketvermittlung erfolgt. Das heißt, dass wir die einzelnen Bestandteile der Nachricht in kleinere Datenpakete verpacken und diese einzeln versenden. Nehmen wir an, wir hätten beispielsweise einen Text, der 100 Kilobyte groß ist, was gar nicht so fürchterlich viel ist. Dann versenden wir diese 100 Kilobyte nicht an einem Stück, sondern zerlegen den Text in mehrere kleine Pakete, von denen jedes einzelne nur einen Teil dieses Texts enthält. Diese Pakete, so hatte ich gesagt, können dann auf unterschiedlichen Wegen verschickt werden, also auch unterschiedlich lange benötigen, bis sie ihr Ziel erreichen. Daher können sie eventuell am Ziel auch in einer falschen Reihenfolge ankommen. Der Empfänger dieser Datenpakete muss nun aus den Einzelteilen wieder den Text zusammensetzen, der ihm dazugeschickt wurde. Damit das fehlerfrei gelingt, benötigt er einige Informationen, die den einzelnen Datenpaketen hinzugefügt werden müssen. Man kann sich das ein wenig so vorstellen, als würde man Einzelteile des Texts in separate Briefumschläge stecken, die man dann bei der Post abgibt. Außen auf den Umschlag müssen dann gewisse Zusatzinformationen. Bei Internetpaketen nennt man dies den Header, einen Vorspann gewissermaßen. Am Anfang des Pakets stehen also für den Versand benötigte Daten. Der eigentliche Inhalt, die Nutzdaten, folgt auf den Header. Er wäre gewissermaßen der Inhalt des jeweiligen Umschlags, den das Versandunternehmen, hier also die Netzwerkinfrastruktur, nicht kennen muss. Die Datenpakete haben häufig eine festgelegte Größe. Nehmen wir einfach einmal an, diese würde 10 Kilobyte betragen. Dann würden nun also 10 Pakete einzeln auf den Weg geschickt werden. Bleiben wir bei der Analogie mit den Briefen, gehen aber davon aus, dass der Briefträger jeden Brief einzeln bringt. Die einzelnen Briefe werden dann also irgendwie durch das Land geschickt und erreichen irgendwann den Empfänger. Damit sie dort überhaupt ankommen, muss schon einmal die Adresse des Empfängers auf dem Umschlag stehen. Dann wäre wohl noch die Information wichtig, wie viele Pakete der Empfänger zu erwarten hat, denn sonst weiß er nicht, ob er den gesamten Text schon beisammen hat oder noch auf weitere warten muss. Und natürlich können die Briefe in irgendeiner Reihenfolge eintreffen, weshalb die Briefe eine Nummer tragen müssen, damit man sie in die richtige Reihenfolge bringen kann. Dann könnte es noch sein, dass ein Brief noch nicht eingetroffen ist. In dem Fall würde man eine bestimmte Zeit warten, ob er noch eintrifft, dann aber beim Absender nachfragen und den entsprechenden Brief vielleicht nachfordern. Dafür bräuchte man dann die Adresse des Absenders, die also auch auf den Umschlägen stehen sollte. Diese wäre außerdem praktisch, wenn man Briefe von unterschiedlichen Leuten bekommt. Noch besser wäre es, wenn eine eindeutige Kennzeichnung der Nachricht auf dem Umschlag angebracht ist, denn wenn man mehrere Texte vom selben Absender bekommt, möchte man ja auch wissen, zu welchem Text der gerade empfangene Umschlag gehört. Wie jede Analogie hinkt auch diese, aber im Großen und Ganzen sollte damit klar sein, wozu diese Header-Informationen dienen und was alles benötigt wird, damit der Versand zuverlässig erfolgen kann. Es kommen dann noch einige weitere Dinge dazu. Beispielsweise wurde das Internet seit seinen Anfängen weiterentwickelt und heute für viele Zwecke genutzt, die man ursprünglich nicht erahnen konnte. Daher gibt es verschiedene Versionen der Übertragungsprotokolle, denn solche benötigt man, damit die Interpretation der Header-Daten von allen Beteiligten, also Sender, Empfänger und auch den Vermittlungsstellen auf dem Weg, korrekt interpretiert werden. Außerdem gibt es verschiedene Arten von Diensten. Hier nutzt ihr gerade das World Wide Web, das ein Dienst im Internet ist. Wenn ihr E-Mails schreibt, nutzt ihr in der Regel einen anderen Dienst und wenn ihr einen Messenger verwendet, nutzt ihr noch andere Dienste. Das Protokoll, das hier verwendet wird, ist eigentlich ein aus zwei Teilen bestehendes Protokoll. Genauer gesagt besteht es aus noch mehr Teilen, aber hier sollen uns erst einmal nur zwei Teile interessieren. Das Transmission Control Protocol, kurz TCP, und das Internet Protocol, IP. Meist spricht man direkt zusammengefasst von TCP/IP. Diese beiden zusammen sorgen dafür, dass das Internet so funktioniert, wie wir es kennen. Das Internetprotokoll IP ist dabei dafür zuständig, die eigentliche Datenübertragung sicherzustellen. Wenn ein Router, so nennt man die Vermittlungsstellen in Netzen, die mit Paketvermittlung arbeiten, ein Datenpaket erhält, muss er wissen, wo das Paket als nächstes hingeschickt werden soll. Diesen Prozess nennt man Routing. Das Paket muss dann jeweils an das nächste Zwischenziel weitergeleitet werden. Wie im letzten Video bei dem kleinen Netz, das wir dort betrachtet hatten, zu sehen war, kann der Weg vom Sender zum Empfänger über mehrere Zwischenstationen führen.
IP sorgt dafür, dass die Pakete in die richtige Richtung geschickt werden, aber es sorgt nicht dafür, dass alle Datenpakete tatsächlich ankommen. Es sorgt auch nicht dafür, dass die Pakete hinterher in der richtigen Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden können. Dafür ist genau das TCP zuständig, das Transmission Control Protocol. Dieses ist also für den eigentlichen Datentransport zuständig, indem es die Datenverbindung zwischen den Endpunkten herstellt und dann überprüft, ob tatsächlich alle Pakete angekommen sind. TCP bedient sich also gewissermaßen der Dienste von IP. Wir haben es hier also mit zwei Diensten zu tun, die Dienstleistungen auf unterschiedlicher Ebene erbringen. Der eine wäre sozusagen der Lieferwagen, der die ganzen Einzelpakete bringt. Der andere ist derjenige, der die Pakete entgegennimmt, überprüft, ob alle da sind und in die richtige Reihenfolge bringt, um dem Empfänger dann den eigentlichen Inhalt zu übergeben. Diese Aufgabentrennung ist etwas, das wir in der Informatik sehr häufig machen. Wir versuchen, Aufgaben voneinander zu trennen, auch wenn sie eng miteinander verbunden sind, sodass man Teilaufgaben unabhängig voneinander erledigen kann. Hier und in vielen anderen Fällen geschieht das über ein sogenanntes Schichtenmodell, das mit dem Bildchen rechts auf der Folie illustriert werden soll. IP ist in diesem Modell die Vermittlungsschicht, TCP die Transportschicht. Vereinfacht gesagt, sorgt die Vermittlungsschicht dafür, dass die richtige Verbindung zustande kommt. Die Transportschicht sorgt dafür, dass die Datenpakete vom Absender zum Empfänger geschickt werden und vernünftig ankommen. Die Transportschicht bedient sich dabei der Vermittlungsschicht. Das Bild zeigt aber noch zwei weitere Schichten. Oberhalb befindet sich noch die Anwendungsschicht. Anwendungen im Internet können zum Beispiel sein, dass wir E-Mails versenden wollen oder eine Webseite abrufen. Das sind zwei unterschiedliche Anwendungen im Internet. Um eine Datei abzurufen, gibt es wieder andere Protokolle, die ebenfalls in dieser Anwendungsschicht angesiedelt sind. Diese Anwendungen sind darauf angewiesen, dass die unter ihnen liegende Schicht funktioniert, also die Transportschicht. Diese wiederum ist darauf angewiesen, dass die Vermittlung funktioniert. Idealerweise, auch wenn das keineswegs immer gemacht wird, bedient sich jede Schicht ausschließlich der Dienste der direkt unter ihr liegenden, nicht aber der noch weiter unten liegenden Schichten. Auf diese Weise erreicht man eine Abstraktion von den tiefer liegenden Schichten. Das heißt, man muss weder wissen, wie diese funktionieren, noch muss man sich in der Regel darum kümmern, ob sich dort etwas ändert. So blenden wir hier in dieser Vorlesung die unter der Vermittlungsschicht liegende Netzzugangsschicht völlig aus. Dort würden wir uns in die Nähe der Hardware begeben und uns beispielsweise damit beschäftigen, ob wir über ein Funknetz, ein Kupferkabel oder ein Glasfaserkabel kommunizieren. Schon die Vermittlungsschicht muss sich dann nicht mehr darum kümmern, weil dies die Aufgabe der Netzzugangsschicht ist. Diese Idee von Aufgabenteilung, Abstraktion und Schichtenmodellen findet man an vielen Stellen in der Informatik. Diese unterschiedlichen Ebenen begegnen uns auch wieder, wenn wir im Internet unterwegs sind. Als Anwender nehmen wir sie zumeist nicht wahr. Da sind wir auf der Anwendungsebene unterwegs. Aber wenn wir etwas genauer hinsehen, finden wir die Spuren auch auf unseren Computern. Auf der untersten Ebene, die wir uns hier angucken, besitzt jedes Gerät, das im Internet erreichbar ist, eine sogenannte MAC-Adresse. MAC ist dabei die Abkürzung für Media Access Control. Diese Adresse steht häufig irgendwo auf dem Gerät außen aufgedruckt. Und das deutet schon darauf hin, dass diese Adresse normalerweise bei der Produktion vom Hersteller vergeben wird und sich eigentlich nie ändern sollte. Es gibt Möglichkeiten und Tricks, diese zu ändern, aber eigentlich sollte diese Adresse ein eindeutiger Bezeichner, ein Identifikator für das Gerät sein, der für die gesamte Lebensdauer des Geräts gleich bleibt. Die MAC-Adresse eures Computers oder eures Handys könnt ihr auch über die Systemeinstellungen herausfinden. Allerdings muss man mitunter etwas suchen, bis man sie findet. Sie besteht aus 6 Bytes, die in hexadezimaler Form angegeben sind, beispielsweise 00804141AEFD7E. Diese MAC-Adresse muss man als Anwender nur selten verwenden. Eine Ebene darüber begegnen uns die Adressen dann schon eher einmal. Jedes internetfähige Gerät, unser Computer, unser Handy, unsere Heizung, unser Kühlschrank oder was auch immer, benötigt außerdem eine IP-Adresse. Da sprechen wir nun genau über das IP von eben, das Internetprotokoll. Hier sind wir nun auf der Vermittlungsschicht. Das heißt, dass über diese Adressen die Verbindung hergestellt wird. Diese IP-Adressen bestehen aus 4 oder 6 Byte. Ich hatte eben schon davon gesprochen, dass es verschiedene Versionen des Internetprotokolls gibt. Bis vor gar nicht so langer Zeit waren die Adressen noch 4 Byte lang. Nun können wir einmal überlegen, wie viele verschiedene Adressen es dann geben kann. Jedes Byte kann einen Wert zwischen 0 und 255 haben, also 256 verschiedene Werte annehmen. Mit 4 Byte haben wir also 256 mal 256 mal 256 mal 256 Adressen, also gut 4 Milliarden. Das ist allerdings nur ein theoretischer Wert, weil es eine bestimmte Art gibt, Adressen zu vergeben und viele Adressen aus guten Gründen für bestimmte Dinge reserviert sind. Die Details dazu könnt ihr bei Interesse nachlesen, wollen wir hier aber nicht behandeln. Das sind zwar eine ganze Menge Adressen, aber nicht genügend viele, wenn wir immer mehr internetfähige Geräte haben. Also hat man eine neue Version des Protokolls entwickelt, die nun IPv6 genannt wird. Im Gegensatz zu IPv4 für das alte Protokoll sind hier nun alle Adressen 6 Byte lang.
Das klingt erst einmal nicht nach viel mehr, aber wir erinnern uns, was exponentielles Wachstum ist. Hier können nun 256 hoch 6 unterschiedliche Adressen vergeben werden, also gut 280 Billionen. Das sind nun genau so viele wie auch MAC-Adressen und daher ist eine Überlegung, dass man jedem Gerät zukünftig auch eine solche Adresse fest zuordnet, während das bisher nicht der Fall ist. Unsere Geräte sind derzeit mit unterschiedlichen Adressen unterwegs. In der Regel werden IP-Adressen derzeit also nicht fest an ein Gerät vergeben, sondern dynamisch zugeteilt. Beispielsweise haben wir an unserer Universität gar nicht genügend Adressen zur Verfügung, damit alle Studierenden und Angehörigen der Hochschule mit allen ihren Geräten gleichzeitig im Internet aktiv sein könnten. Aber normalerweise ist das auch kein Problem, denn meist sind wir auch nicht alle gleichzeitig dort unterwegs, nur ein Teil von uns überhaupt anwesend und nur ein Teil der Geräte überhaupt eingeschaltet. Daher vergibt man kurzerhand die vorhandenen der Uni zugeteilten und von dieser selbst verwalteten Adressen so dynamisch. Die Uni verwaltet dazu gewissermaßen eine Liste. Kommt nun ein Gerät auf den Campus und möchte sich in das Netz einwählen, nimmt dieses als erstes Kontakt zu einem DHCP-Server auf. DHCP ist das Dynamic Host Configuration Protocol, wieder mal ein Protokoll. Dieser DHCP-Server teilt dem Gerät dann mit, welche Adresse es für die nächste Zeit benutzen kann. Ist das Gerät dann irgendwann nicht mehr im Uninetz aktiv, wenn man es ausgeschaltet oder den Campus verlassen hat, wird diese Adresse wieder freigegeben und jemand anders kann sie als nächstes benutzen. Viele unserer Geräte, vor allem die mobilen, haben also keine festen IP-Adressen. Aber es gibt auch Geräte an der Uni mit festen IP-Adressen, wie beispielsweise der Server der Uni-Bibliothek oder die Server für Paul und Panda. Unsere eigenen Geräte wiederum haben immer wieder wechselnde IP-Adressen, denn in der Uni, im Internetcafé oder zu Hause ist jeweils ein anderer DHCP-Server für die Vergabe der Adressen zuständig und kann nur Adressen in einem bestimmten Adressraum, dem Bereich der von ihm verwalteten Adressen, vergeben. Auch wenn wir das Internet haben, in dem alle angemeldeten Geräte weltweit erreichbar sind, sind die Netze in einem gewissen Sinn voneinander getrennt. Ich habe gerade von dem Uninetz gesprochen, das unsere Uni für sich verwaltet. Es ist ein anderes Netz als das der Universität Münster, das wiederum ein anderes ist als das Firmennetz der Firma Microsoft oder der Firma Apple oder der Deutschen Börse. Alle diese Netze sind miteinander über sogenannte Gateways verbunden. Diese verbinden die Netze, koppeln sie aber in einem gewissen Sinn auch voneinander ab und ermöglichen so die dezentrale Verwaltung. Alle Adressen an der Universität Paderborn beginnen mit 131234. Der Server der Uni-Bibliothek beispielsweise hat die Adresse 131.234.953, die ihr so auch in die Adresszeile eures Browsers eingeben könnt, um auf diesen Server zuzugreifen. Die ersten beiden Bytes legen also gewissermaßen fest, dass es sich hier um die Universität Paderborn handelt. Da unsere Universität sehr früh im Internet dabei gewesen ist, haben wir einen recht großen Adressraum zur Verfügung, den die Universität dann selber verwalten kann, sprich Adressen in diesem Bereich nach Lust und Laune vergeben kann. Dieser Adressraum besteht aus den letzten beiden Bytes, ermöglicht also theoretisch die Vergabe von 65.536 Adressen, 256 mal 256. Wollen wir nun beispielsweise auf den Server der Uni-Bibliothek zugreifen, müssten wir dessen IP-Adresse 131.234.953, gewissermaßen die Internet-Telefonnummer, kennen und im Browser oben in die Zeile eingeben. Das ist natürlich sehr unhandlich. Komfortablerweise können wir aber stattdessen mehr oder weniger sprechende Namen, wie beispielsweise www.ub.uni-paderborn.de, anstelle der Nummern verwenden. Auch diese Namen sind gegliedert, und zwar hierarchisch, wobei die oberste Ebene rechts steht. Ganz hinten steht die sogenannte Top-Level-Domain. Für Deutschland ist das üblicherweise DE. Aber auch Server in Deutschland können Adressen in anderen Top-Level-Domains haben, wie beispielsweise com. Anfangs gab es im Wesentlichen nur die Länderkennung, mit Ausnahme der USA, wo die Top-Level-Domains unter anderem com für Unternehmen, edu für die Universitäten, gov für die Regierung und mil für das Militär waren. Mittlerweile gibt es aber neben den Länderkennungen hunderte weiterer Top-Level-Domains. Links davon steht dann die Second-Level-Domain, in diesem Fall die Universität Paderborn, in dieser Schreibweise. Innerhalb der Second-Level-Domain kann es Subdomains geben, wie wir das hier an dem Beispiel sehen. Die Uni-Bibliothek stellt auch netzwerktechnisch eine eigene Verwaltungseinheit innerhalb der Universität dar, in der sich alle Computer der Bibliothek befinden. Entsprechend sind die Computer, die die Informatik betreibt, in der Regel in einer Subdomain der Informatik angesiedelt. Ganz vorne steht dann der Name des Computers, in diesem Fall also des Webservers der Uni-Bibliothek. Dieser Name ist im Grunde beliebig, auch wenn Webserver häufig den Namen www tragen. Aber weder muss ein Server dieses Namens tatsächlich ein Webserver sein, wofür es allerdings kaum einen vernünftigen Grund gibt, noch muss ein Webserver www heißen. Auch panda.uni-paderborn.de ist ein Webserver. An Panda sehen wir auch, dass nicht jeder Rechner in einer Subdomain stecken muss, sondern auch in einer Second-Level-Domain angesiedelt sein kann. Man kann auch Sub-Sub-Domains bilden und so weiter.
Die einzelnen Bestandteile der Adresse sind durch Punkte voneinander getrennt, wie auch die einzelnen Bytes der IP-Adresse. Aber trotz der strukturellen Ähnlichkeit gibt es hier keine Entsprechung. So ist, wie eben schon gesagt, 131.234 die Universität Paderborn. Aber 131 ist nicht etwa Deutschland. Es ist also nicht so, dass das erste Byte die Top-Level-Domain, das zweite die Second-Level-Domain ist und so weiter. Nun muss noch irgendwie die Zuordnung von IP-Nummern zu diesen IP-Adressen erfolgen, gewissermaßen ein Telefonbuch für das Internet vorhanden sein. Dieses wird als eine weltweit verteilte Datenbank geführt, wo die Daten immer wieder aktualisiert werden, weil das Netz nun einmal sehr dynamisch ist. Der Dienst, der dafür zuständig ist, läuft auf einem Domain Name Server, kurz DNS. Dieser wird euch manchmal begegnen, wenn ihr Einstellungen an einem Netzwerk vornehmen müsst. Bei eurem Computer geschieht das meist automatisch, aber manchmal, wenn irgendetwas schief geht, muss man auch schon einmal bis auf diese Ebene hinunter und sich mit solchen Dingen beschäftigen. Wenn euch nun also irgendwo einmal ein DNS begegnet, wisst ihr jetzt Bescheid, ein Domain Name Server sorgt dafür, dass die sprechenden Adressen auf numerische Adressen abgebildet werden können. Für diejenigen, die sich für ein bisschen mehr Hintergrund interessieren, sei das Buch Arpa Kadabra oder Die Anfänge des Internet oder dessen amerikanische Fassung Where Wizards Stay Up Late empfohlen. Die Webseite How Stuff Works hat eine Vielzahl von Artikeln zu allen möglichen Themen und erklärt diese recht allgemein verständlich. Und zu guter Letzt möchte ich noch das Video von der Sendung mit der Maus empfehlen. Das ist von 1999 und insofern technisch nicht mehr so ganz auf dem aktuellen Stand. Aber zum einen wird die grundlegende Funktionsweise sehr gut erklärt und zum anderen ist ein solcher kleiner Blick zurück, wie das vor 20 Jahren aussah, auch nicht ganz uninteressant. Das war die kurze Einführung in das Internet. Als nächstes werden wir uns damit beschäftigen, wie denn die Datenpakete ihren Weg durch das Netz finden. Tschüss, bis zum nächsten Video.